Herzlich willkommen in Kloster Eberbach im Rheingau, hier an einer der beiden Südeingänge. Wir blicken hier mitten im Winter über die Parkanlage auf die Südostseite der Basilika. Die im Grundriss kreuzschiffige Basilika vereinigt im Kern romanische, dann frühgotische und schließlich barocke Bau- und Stilelemente. Das alles gemischt zu einem historisch faszinierenden Ganzen. Die Zisterzienser Abtei wurde 1136 von Bernhard von Clairvaux von Frankreich aus gegründet. Das Kloster entwickelte sich zu einem der bedeutsamsten und mächtigsten Klöster in Europa. Konzentrierter Gottesdienst, strenges Schweigegebot, der Verzicht auf Fleisch und ungeheizte Räume, das waren die Regeln. Mit den eindrucksvollen Bauten, vor allem aus dem 12. bis 14. Jahrhundert, ist Kloster Eberbach eines der herausragendsten, historisch weitgehend erhaltenen Denkmäler mittelalterlicher Baukunst Europas. Blick zur Südseite der dreischiffig kreuzgratgewölbten Pfeilerbasilika der Romanik auf den frühgotischen Anbau der Grabkapellen. Das Kloster entwickelte sich auch zu einem der bedeutsamsten Klöster in Deutschland und in Europa in rein wirtschaftlicher Hinsicht. Die Haupteinnahmequelle war der Erlös aus dem Weinanbau. Die Rebsorte Grobrot wurde hier zum ersten Mal erwähnt, ebenso der Begriff Cabernetwein. Im Dreißigjährigen Krieg wurde dem Kloster durch Einfall der schwedischen Truppen ab 1631 erheblicher Schaden zugeführt. Kirchengüter, Kunstwerke und Bücher aus der bedeutsamen Bibliothek wurden verschleppt. Blick auf das Barock-Eingangsportal auf der Südwestseite. Blick auf das Pfortenhaus mit Durchblick zur Basilika-Südseite. Eine Figur, ein Standbild von Bernhard von Clairvaux, dem Begründer des Klosters in der Außenwand. Nach den Schwedenkriegen 1635 begann langsam der Wiederaufbau. Durch den wirtschaftlichen Aufschwung im 18. Jahrhundert setzten dann die barocken Bautätigkeiten als Ausdruck des Wohlstandes ein. Der Niedergang des Klosters begann mit der Französischen Revolution. Hohe Kriegskosten und politische Neuordnungen führten 1803 zur Auflösung des Klosters mit Überschreibung an Fürst Friedrich von Nassau-Usingen. Das Klosterinventar wurde verschleudert oder vernichtet. Nach der Säkularisierung geht die Abtei als Weinbaudomäne in staatliches Eigentum über. Der Zugang zur Westseite der Klosteranlage. Blick zum Laienrefektorium und zum Konversenbau und zum Laiendormitorium. Das Prälatenhaus in Fachwerkbau mit Garten. Das Portal zum Laienrefektorium von der Westseite, der Eingang zum Gästehaus. Seit 1998 ist die Abteianlage eine Stiftung mit der Aufgabe, dieses einzigartige Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach zu erhalten und kulturell zu nutzen. Die zum Kloster zugehörigen Weinberge im Rheingau gehören als Domäne den staatlichen Weingütern Hessens. Aufgrund der in Europa einzigartigen erhaltenen Zisterzienserabtei wurden die Klosteranlage, insbesondere die Innenräume, für berühmte historische Filme Der Name der Rose und Vision, das Leben der Hildegard von Bingen verwendet. Beim Besuch der Innenanlage und Innenräume kommt die einzigartige Mischarchitektur
bis zu Fachwerkbauten noch deutlicher zum Ausdruck. Zunächst der Kreuzgang und der Kreuzgarten mit romanischen, gotischen Bauelementen und eindrucksvollen Fachwerkbauten.